Haben Kooperationen in der heutigen Zeit noch Sinn? Sie haben nicht nur Sinn, sondern sie sind überhaupt einmal die Basis der heutigen Zeit. Dadurch, dass immer mehr Einzelunternehmen und Kleinunternehmen hier sind, um den Markt abdecken zu können, ist Kooperation aus meiner Sicht wirklich eine Notwendigkeit und die einzig wahre Weiterentwicklung, wenn ich kein Unternehmen gründen möchte, das größer ist. Was betrachten Sie als das Wichtigste, um Kooperationen und Netzwerke starten zu können? Das Wichtigste ist, etwas zu geben, bevor ich etwas nehme. Wenn ich kein Wissen, keine Zeit, keine Intention hineinlege in eine Kooperation oder in Netzwerken, dann kann ich keine Kooperation oder kein Netzwerk starten. Ich muss einfach vor etwas geben, um nach etwas nehmen zu können. Sind Kooperationen in Stein gemeißelt? Das ist eine sehr gute Frage. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Genauso wenig wie Unternehmen, GmbH, OHG, Gesellschafter können sich verändern. Und auch bei Kooperationen kann es hier Änderungen geben, dass sich die Partner, die Kooperationspartner, unterschiedlich entwickeln und in andere Richtungen gehen wollen.